Ja. Gut, ach so, ich wollte wechseln. Ah, Gegner. Ein Gonkopf. Dong, dong, dong. Ich glaube, ich mache Frost. Und ich habe immer noch nichts weiter, also nochmal angreifen. Klung. Und über 19, das sieht ganz gut aus. Ja, ich muss auf Mana aufpassen. Der Bot noch 7. Ach, den schafft er so. Denke ich doch. Na, also, er schafft den so. Der Feind ist geschlagen. So, jetzt wollte ich auf Rio wechseln, ja. Aha, du fandest Veteran. Veteran. Ich fand Veteran. Okay, ja, was sie sich bei diesen Abkürzungen gedacht haben. No idea. Absolut. Keine Ahnung. Was ist denn das nochmal gewesen? Objekt. Was ist hier? Ja, da unten. Veteran. Ah, was mache ich so? Windangriff gegen ein Ziel. Okay, sieht doch ganz nett aus. Molotov ist, glaube ich, auch sowas in der Art, ne? Aber ich hatte doch Molotov irgendwo. Habe ich das eigentlich irgendwo lesen? Das ist ja auch egal. Ja, Molotov, gut, Molotov gibt's auch, das Feuerangriff gegen ein Ziel. Uah. Baba. Auch nur einer. Jung. Oh, mit einem Hit. One-Hit KO, yay. Gut, das ist doch toll. Er hat irgendwas fallen lassen, ich habe zu schnell weggedrückt. Healing Stand rum. Moment, hat nicht geklappt. Klatsch. Bringt aber nichts, glaube ich. Ist etwas hier? Doch, bringt was. Du fandest Vitamin. Goll. Das wusste ich auch gar nicht. Ach gut, man lernt immer noch dazu. Dann noch so ein Stein. Okay. Das hat aber nichts gebracht, da ist nämlich kein Loch drunter. Boah, und Gegner. Die kommen einfach so aus dem Nichts. Drei Stück. Dann mach ich Frost auf den. Ah, ich mach Frost auf den. Und Rio greift mal so einen Frutz da an. Teppo schafft auch rein. Mit Einschlag, also wirst du den auch schaffen. Da gehe ich stark von aus. Uff. Ja. Na los. Yeah, jetzt drauf. Checker. Und ja, ich denke, den schafft ihr so. Der hat ziemlich viel Schaden genommen an seiner Eisattacke. Ich denke, den nächsten kann er ohne Eis machen. Oh. So. Und der guckt immer nie hin beim Angreifen. 437. So, ich laufe mal mit Tempo weiter. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo. Nein. Dann eine Kiste dahinter? Auch nicht. Da ist aber eine Kiste dahinter. Du bekommst 80 Cent. Ja, gut, besser als nichts. Da ist noch ein Loch. Ist etwas hier? Du fandest Münze. Eine Münze. Ja, das ist jetzt kein Geld gewesen, sondern ist, glaube ich, auch was zum Angeln später. Boah. Ich glaube, ich bin gerade. Ich laufe hier eh im Kreis, glaube ich, so wie ich das sehe. Du mach mal den und du nimmst den da. Dann ist der Schwache schon mal weg. Okay. Hooray. Okay. Riesenwuchs. Beinmal fehlgeschlagen. Ja, das ist Riesenwuchs. Klatsch. Und nicht. Ja, ich bin enttäuscht. Nicht gekillt. Dann lass ich nur stehen jetzt. Ja, tolle Attacke, Riesenwuchs. Klatsch. Tot. Nochmal Riesenwuchs. Groß, er wird pixelig und er schlägt uns beide. Ich glaube mit halber Kraft oder so. Hätte ich einen Doppelangriff, dann würde ich beide platt machen, weil er hat nur noch einen Kraftpunkt oder so. Er hat ein bisschen mehr Leben schon. Ja, 10, 10. Rache, na gut, so. Loser! Du Versager! Ich mach Autoangriff, ich denke, das ist in Ordnung. Bumm tot. So. Schwarze Fall. Schlacht gewonnen, 9 Erfahrungspunkte. 19 Cent, ja. So. Ist noch was unter dem Stein? Falsche Richtung. Oh, diese Steuerung, hakelig so. Nein. So, ich wollte auch noch was anderes.
Heilen. Falscher. Da. Heilen. Tempo einmal. Du reißt noch. Gut. Ich wechsle mal wieder auf Ryu. Da noch was dahinter? Nein, hier laufe ich im Kreis, also muss ich hier oben weiter. Ah, da schon der Ausgang. Wunderbar. Warnung, Weg zum Glausberg. Ja, unheimlich intelligent, das am Ende des Weges hinzupflanzen. Ah! Schütte! So, wir können zum Glausberg. Glausberg. Da gehe ich aber noch nicht rein. Denn ich schieße jetzt mich hier durch. Uah! Ja, man kommt hier halt durch, sobald man das einmal geschafft hat. Kann man hier immer wieder durchgehen. Gut. Ja, jetzt hätte ich mir das Heilen sparen können, aber egal. Ich wollte noch mal in die Stadt. Ich wollte da noch was gucken. Du, du, lü, lü, lü. Was hast du hier? Glausberg? Der befindet sich hinter den Wäldern im Osten. Warum sagen die eigentlich alle eh? Wo Norden ist? Ich denke hoch und dann nach links. Falsch! Hoch und dann nach links, da ist Norden. Irgendwo da. Also, wir lernen. Norden ist hoch und dann nach links. Hm? Schön. Ja, was soll man da noch sagen dazu, hä? So, das wollte ich nämlich machen. Ich wollte hier einmal durch die Schränke und ein bisschen Dieb spielen. Und alles hier mal mitnehmen, gehen lassen. Noch, was hier in den Schränken liegt. Schön, dass das Item-Jingle so recht schön kurz ist. Das hilft. Da muss man nicht immer ewig lange warten, bis man irgendwas findet, wie bei Illusion of Time. Wo dann auch der Text in Slow Motion kommt. Das nervt schon. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Das ist alles so schön handlich kurz. Ich glaube, Moment. Hier ist nichts, aber... Da ist... Du fandest Vitamin. Schön, Vitamin. Hier ist es innen, aber hier gibt es keinen Schrank. Oben vielleicht? Hochgehen. Hier ist ein Schrank. Nichts. So, die Dinger ist immer nie was drin, also... Wurscht. Okay. Hier in den Item-Shop. Da ist ein Schrank. Ist etwas hier? Von das Molotov. Hier ist Molotov gewesen. Haha, ich wusste es doch. So, ich möchte aber noch nichts kaufen. Beziehungsweise, wenn dann Heilsachen. Weil ich habe auch nicht unendlich viel Mana. Vitamin, Heilkräuter, gut. Beides vielleicht nur so auf 10 aufstocken oder so. Hey! Anstatt den ganzen Tag hier rumzuhängen und Ärger zu machen, könntet ihr von Zeit zu Zeit den Leuten mal zur Hand gehen. Ist klar, Hibby. So, was hat der denn Schönes hier? Hier sieht man auch wunderschön die Sache mit der Aktivität. Das Blockmesser hat Kraft 6 und Gewicht 1. Das Bronzesäbel hat Kraft 8 und Gewicht 2. Dadurch geht natürlich die Aktivität nach unten, womit wir langsamer werden halt. Und natürlich mit dieser Angriffsrate da kommen. Ja. Aber alle guten Sachen haben mehr Gewicht. Also bleibt es unvermeidlich, dass wir irgendwann langsamer werden. Dafür steigen wir natürlich aber auch irgendwann auf. Ja. Also wenn wir irgendwann halt... Wir können nicht immer die schlechten Sachen tragen, nur weil die schnell sind. Weil die kein Gewicht haben, besser gesagt. So, was nehme ich denn jetzt mal? Ich finde es lustig, dass ein Stoffschild und dass Bänder erstens ein Schild sind und dass ein Stoffschild mehr Gewicht hat. So, was hat denn hier am meisten Verteidigung? Die haben alle irgendwie das Gleiche. Ich würde sagen, ich kaufe zweimal ein Stoffschild. Geht sogar. Kann man gleich ausrüsten, ja. Nichts, Stoffschild. Und nichts, Stoffschild. Da fällt mir noch ein. Ich habe doch, glaube ich, beim Leveln, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Genau, ich habe eine Weste bekommen. Kriegt jetzt aber mal Tempo, weil ich habe schon Ryu die Bandana gegeben und den Flügling. Deswegen kriegt Tempo mal die Weste. Und ich habe, glaube ich, auch noch die ganzen Routen vom Leveln, wenn ich mich recht da entsinne. Ja, wir hatten schon eben bla 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 blub blub.
Wir hatten es eben schon alles einmal. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich noch die ganzen Routen, die ich mal verkaufen könnte. Durch, zum Beispiel durch, ich brauche auch keine Sau. Spitzroute, dreimal und 15 Cent, ist nicht so viel. Kleidung kann ich verkloppen. Hier sind die ganzen Angelsachen. Wurm, Alt, Knopf, Lot, auch das, was ich auch vom Leveln habe teilweise. Hier habe ich nichts weiter. Gut. Kann ich mir noch was Tolles kaufen? Ein Helm könnte ich mir... Ne, zwei Helme könnte ich mir noch kaufen. Nochmal ausrüsten. Und nochmal ausrüsten. Wunderbar, dann verkaufe ich die alten Klamotten noch. Bandana. So. Dann würde ich sagen, mache ich mich doch mal endgültig zum Berg auf.